Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4, die YouTuber-WG. Wir sind immer noch im Park. Oder schon wieder? Ich weiß es gar nicht mehr. Das hier ist eine neue Aufnahme und ich habe eigentlich den Brainy angewählt zum Spielen. Der steht hier noch ein bisschen froh im Park rum. Und der Don da hinten spricht mit dem Mülleimer. Ich weiß aber nicht so ganz genau, warum. Wir lassen die Zeit mal weiterlaufen. Who Waxer. Der erzählt dem So, Mülleimer Witze, last kann das word. sein? Yibs. Don, warum erzählst du Yibs. dem Mülleimer Witze? Das weißt du auch nicht, ne? Gehst jetzt mal beschämt lieber weg und denkst ein bisschen über Geld nach. Ich würde mal sagen, wir schicken die mal nach Hause. Ach, der Bayer ist ja auch noch da. Nachts um 2:30 im Park. Na, ne, ist klar. Komm, Leute, geht mal nach Hause jetzt. Du auch. Ist schon spät. Irgendeiner von euch muss morgen bestimmt arbeiten. Schrägstrich heute. So. Das dauert jetzt wieder eine ganze Weile. Die rennen jetzt erstmal quasi durch die halbe Stadt. Dann sind die fast zu Hause. Und dann kommt ein Ladebildschirm. Finde ich total gut gelöst von Sims. Also wie gesagt, es ist eigentlich besser, dass die Taxen nicht mehr fahren, weil das sonst alles viel, viel zu lange immer gedauert hat, beziehungsweise heißt zu lange gedauert, aber das hat das ganze Spiel ja mal kaputt gebackt. Von daher ist das vielleicht ganz schlau, das jetzt über einen Ladebildschirm zu lösen. Aber es ist doch für den Spieler, finde ich, ein bisschen nervig. Vor allen Dingen, weil der so lang geht. So, der geht nämlich so lang, dass ich jetzt erstmal hier im Moment die Klappe gehalten habe und dass ich das dann erstmal rausschneide. Das kann man ja keinem Menschen antun. So, was geht denn ab hier? Oh, Damakasch hat sich allein ein bisschen zu Hause vergnügt und Party gemacht. Oh, du amüsierst dich. Das finde ich schön. So, mal gucken, wie geht's denn allen? Okay, Damak muss mal auf die Toilette so langsam, aber sicher. Gehen wir hier durch. Mina schläft. Schneckball ist in der Küche. Was machst du denn da? Trinkst du was? Einen leckeren Saft? Das kann man nicht so genau sehen. Und du willst Brainy beleidigen? Warum? Oh, Lumbic. Oh Mann, Brainy! Ha, das war überhaupt nicht lustig. Ach ja, du glaubst, solche Witze sind Kunst, ne? Das glaube ich nicht. Das ist voll langweilige Kunst, die du da betreibst. Okay, das hat sich schon erledigt mit dem Gespräch. Das ging ja schnell. Was machst du jetzt mit Damakasch plaudern, tratschen? Wer von euch Konsorten muss morgen eigentlich zur Arbeit? Das will ich mal kurz checken. Ich nicht. Ich arbeite nicht. Schneckball arbeitet auch nicht. Damakasch muss morgen zur Arbeit, aber erst um 16 Uhr. Ja, da kannst du noch ein bisschen wach bleiben. Brainy, du musst morgen um 9 Uhr zur Arbeit. Ich würde dir raten, jetzt schlafen zu gehen. Ich weiß nicht so genau, wo dein Bett ist. Ich glaube, das war hier. Geh mal schlafen, du Amateurkomiker, Amateurunterhalter. So, der Don. Der geht um 7. Das ist gut, ja. Und der ist auch hundemüde. Was machst denn du da gerade? Du isst Eier und Toast um die Uhrzeit. Es ist 2, 3 Uhr nachts. Don, geh schlafen. Jetzt mal ernsthaft. Geh schlafen. Du kannst. Essen kann man immer mal. So, Marder schläft schon. Das finde ich gut. Muss der denn arbeiten? Nein. Und Bayer auch nicht. Und Pakeutra auch nicht. Okay, dann suchen wir mal. Wen haben wir denn jetzt? Also, wir haben Dammer, die arbeiten geht, Brainy, die arbeiten geht und Don Krümel. Dann sind wir noch 6 übrig. Also werden wir wohl noch 3, 4 Leute zur Arbeit schicken, würde ich sagen. Wenigstens noch 3, sonst wird das hier, glaube ich, etwas, ne? Okay, jetzt gehen alle schlafen. Hoffe ich doch. Schneckball? Oh, der Don schläft so süß. Ich möchte ihn eine Weile beobachten. Das ist viel spannender als Fernsehen oder Computerspielen. Oh. Und trinkst dabei deinen Saft. Das finde ich sehr schön. Und was machst du jetzt? Du gehst jetzt Geschirr spülen? Um 3:30 Uhr morgens? Beeindruckend. Höchst beeindruckend. Du müsstest auch mal bald auf die Toilette. Geh du mal Geschirr spülen. Was haben wir denn hier? Wir können hier auch mal. Ach komm, wir können für euch, die Musik kann ich ja für euch eingeschaltet lassen. Was hätten wir denn so? Bisschen Pop. Ich lasse die immer mal gern zwischendurch laufen. So. Toilette. Brauchen wir dann noch irgendwas? Hygiene. Ja, du
kannst eigentlich mal so lange, wie du hier Ruhe hast, weil du bist jetzt die Einzige, die noch wach ist, kannst du doch mal ein schönes Schaumbad nehmen, wie wär's? Vorher erst bitte... Ah, Schneckball! Vorher spült man! Ah! Wasser rein, Wasser raus, bitte erst spülen! Los! Oh nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh. Kann man die Badewanne da nicht so hinstellen? Das ist doch doof. Da stehen die da. Da gehst du da hinten raus und backst dich fest. Das ist, finde ich, ja geil. Ich habe doch die Badewanne lieber ein bisschen quer da stehen. So, und jetzt kannst du ein schönes Schaumbad nehmen. Aber die Hände wäschst du dir noch, das finde ich gut. Das ist zwar eigentlich Blödsinn, wenn du jetzt gleich in die Badewanne steigst, aber mach mal ruhig. Ich habe hier leichte Lecks drin. Das hatte ich bei der Baufolge auch schon. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Oh, hier, guck mal. Du kannst hier gleich nochmal eine Runde aufräumen. Spielst du im Wasser? Yay! Schaumbad macht Spaß! Juhu! Ich spritze alles nass. Ich spritze alles nass. Das musst du auch nachher wieder aufputzen. Ist dir klar, oder? So. Wir gucken mal. Dama musste ja erst um 16 Uhr zur Arbeit, war das doch, ne? Brainy hat Hunger. Den müssen wir nachher übrigens mal ein bisschen anpassen. Also ich glaube, wir müssen ihm doch irgendwie eine andere Frisur verpassen und ein bisschen mehr Bart. Wann musstest du zur Arbeit? Ich hab's vergessen, um 9. Okay, dann kannst du noch ein bisschen schlafen, aber... Hier, 3 Stunden. Buchhalter der Agentur. Du musst leider bald aufstehen. Aber es geht eigentlich noch. Du müsstest eigentlich nur mal Pipi und duschen und dann wärst du soweit fit. Das ist doch gut. So. Schlafen eigentlich alle in ihren Betten? Okay, ist nur noch Schneckballs Bett frei. Ja. Ist die Damakasch auch in ihrem Bett? Oh, hör doch mal auf zu lecken, Spiel. Was hast denn du? Seit die Pools gibt, leckt's hier nur noch. So. Ja. Das ist... Alles sehr friedlich. Ich bin begeistert. Okay. So, Schneckball ist verspielt. Was können wir denn mit dir anstellen, wenn du verspielt bist? Jemanden eine Parodie machen? Einen neuen Kristall sammeln? Über Kunst reden? Gehst du jetzt schlafen? Nickerchen machen? Ja, dann mach halt mal ein Nickerchen. Dann spulen wir hier mal ein bisschen vor. Und dann gucken wir gleich mal, dass der Don rechtzeitig aufwacht und zur Arbeit geht. Und sich fertig macht. Jetzt zum Beispiel. Das war 7 Uhr, ne? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, es war 7 Uhr. So, Don, aufstehen. Oh, der Don ist wieder romantisch drauf. Ja, Don, aufstehen. Die Sonne lacht. Ein Tag beginnt für dich. Huch, nee. Du gehst erstmal Pipi machen. Dann gehst du mal eine Runde. Ja, komm. Nimm mal eine erfrischende Dusche so am Morgen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann kannst du nämlich danach... direkt mal zur Arbeit gehen. Oh, ich möchte jemandem eine Rakete ins Herz schießen. Das ist so romantisch. Ob das Spannerei ist, wenn ich hier so die Kamera drauf lasse, während wir hier pinkeln und duschen gehen? Ah, was? Dafür ist Sims doch da, ne? Bisschen zum Spannen. Eigentlich ist Sims doch ein reines Spannenspiel. Also Spannerspiel, besser gesagt. So, Schneckball ist eingeschlafen mit den Klamotten direkt ins Bett. Sehr schön. Können wir dem Don hier noch ein bisschen beim... Oh, beim Duschen zu gucken. Psst, psst, psst. Mach ich die Folge ab 18. Ist ja Gott sei Dank verpixelt. Du hast aber gute Laune morgens unter der Dusche. Schön am Pfeifen. Ich bin die ersten 3 Stunden am Morgen immer recht quengelig und knatschig. Außer es ist Wochenende, dann bin ich immer gut drauf. So, Don. Don geht zur Arbeit, wenn er fertig ist mit Duschen. Das finde ich sehr gut. Guck mal, alles tutti. Auf zu deinem ersten Arbeitstag. Tschüssi, Don. Hab einen schönen Tag. Fahr vorsichtig und so. Na. Und weg ist er. So, da spult sich das Spiel wieder vor. Wer ist aufgewacht? Schneckball ist wieder aufgewacht. Du bist immer noch verspielt. Was möchtest du bewundern? Bewunderst du deine schönen Blumen? Ja, die sind echt hübsch, oder? Okay, komm. Mach mal hier ein bisschen Ordnung, finde ich. Räum mal auf.
Und dann können wir die nachher noch einen hübschen Kristall suchen gehen. Guck mal, wie freudestrahlend und beschwingt sie hier zum Aufräumen läuft. Aber ich habe euch doch hier ein Waschbecken warum? Ach so, du gehst hier noch mehr Zeug holen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Siehst du, guck. So, hier, Brainy, du musst aufstehen. Steh mal auf. Und dann kannst du mal auf die Toilette gehen. Und dann kannst du mal was essen. Was haben wir denn noch? Macaroni mit Käse und Eier und Toast. Davon kannst du dir mal was nehmen. Die Damakasch macht uns mit Sicherheit gleich was Neues. Ach, der Bayer war jetzt auch schon wach. Guck mal, der sitzt hier schon auf Toilette. Aus der Brainy da gerade durchgelatscht, während der Bayer auf der Toilette saß. Schade, das habe ich verpasst. Das tut mir leid. So, du spülst schön, sehr gut. Wie sieht sie mit dir aus? Okay, du musstest auch ganz dringend mal eine erfrischende Dusche nehmen, weil du bist ein bisschen stinkig. Und dann kannst du dir auch gleich mal was zu essen machen. Beziehungsweise hier was zu essen nehmen. Eier mit Toast. Oh. Pacoidra muss auf Klo. Aber dummerweise... Oh, guck mal hier, wieder Dusch-Action. Bist schön am Singen, Bayer. Na, sing für mich. Jetzt komme ich mit der Kamera und er hört auf. Das geht doch nicht. Jetzt bleib doch nicht stehen, du musst aufs Klo. Oh ja, das war allerletzte Eisenbahn. Was ist denn hier so eklig? Hast du dich auf ein nicht gespültes Klo gesetzt? Okay, danach musst du auch mal was essen. So, was haben wir denn hier noch? Öffnen. Da haben wir noch 5 Stück übrig. Da kannst du dir auch mal Eier mit Toast machen oder nehmen zum Frühstück. Dann geht es dir bestimmt wieder besser. So, Brainy, was ist los? Warum fühlst du dich denn... Ach so, du bist beschämt, weil du Privatsphäre... Weil du bei Bayer durchs Badezimmer gelatscht bist, als er auf dem Topf gesessen hat. Oh, das tut mir leid. Was möchtest du denn machen? Selbst der niedrigenden Witze erzählen. Das kannst du doch... Guck mal, das kannst du doch jetzt machen. Hier, selbstironisch scherzen. Zur Arbeit gehen? Das kannst du gleich. Kannst erstmal selbstironisch scherzen. Weißt du, ich sollte mir eine Tüte über den Kopf ziehen, dann wäre ich viel hübscher. Oh, das war nicht so lustig. Okay, dann kannst du gleich mal zur Arbeit gehen. Das war wohl nicht so gut. Und du solltest dich beeilen, du kommst nämlich zu spät. Komm, ess mal schneller. Ich war wieder Dosen sammeln. Haha, das ist total lustig. Dosen sammeln für die Umwelt. Sehr nette Gespräche. Ich habe den Blumenstrauß hier, glaube ich, ein bisschen blöd platziert. Jetzt war ich wieder nicht schnell genug. Irgendwas mit Musik. Mit Musik und Kunst. Künstlerische Musik. Irgendwas sehr wichtiges, künstlerische Musik mit Lamas auf dem CD-Cover. Okay. Jemanden Unsicherheit mitteilen. Nee, das geht jetzt nicht. Du musst zur Arbeit, Brainy. Geh zur Arbeit. Genau, Mina, setz dich erstmal an den Tisch und lache über den Witz, den du gar nicht von Anfang an mitgekriegt hast. Brainy, du musst zur Arbeit. Geh jetzt. Du kommst 1,5 Stunden zu spät. Jetzt lauf aber fix. So, ist jetzt hier erstmal großes Fressen angesagt. Und Schneckball räumt uns hinterher. Finde ich sehr gut. Hast du denn keinen Hunger? Ah, nee, das geht sogar noch. So, Brainiac ist zur Arbeit. Okay, jetzt sind die restlichen Verbliebenen noch hier. Guck mal, Dama ist noch im Bett, oder? Ja, die schläft noch. Die schläft noch, aber du kannst dir hier gleich auch mal deine leckeren Eier mit Toast nehmen. Und danach kannst du neue kochen. Ach, du bist schon aufgewacht? Ja, das passt doch. Guck mal, wie sie strahlt und grinst und sich freut. Sie ist glücklich. Sie möchte jemanden umarmen. Oh, das können wir gleich mal machen. So, Mada, warum ist dir denn unwohl? Du solltest vielleicht erst auf die Toilette gehen und dann was essen. Meinst du nicht, das wäre schlauer? Ich bin der Meinung, das wäre schlauer. Los, geh mal hier auf die Toilette. Oh, die hat man nicht gespült. Ich hoffe, das machst du gleich.
Ja, dann iss halt erst. Wenn du dir am Essenstisch in die Hose machst, kann ich es nicht ändern. Ah, jetzt steht er auf. Sehr gut. Sehr gut. So, Dama, ist jetzt für dich kein Essen mehr da. Doch. Guck mal. Nimm dir doch was. Oh, Pakoitra räumt sein eigenes Geschirr weg. Ich bin begeistert. Wollen wir dich mal auch einen Job suchen lassen, hör mal. Komm, wir gucken mal, was es gibt. Such dir mal einen Job. Was könnte denn zu dir passen? Da gucken wir gleich mal. Also wir haben Schriftsteller, Geheimagent, Leckermann. Haben wir schon Schriftsteller, Entertainer, Verbrecher, Technikguru, Maler, Astronaut. Wieso denn nicht? Warum möchte der Pakoitra nicht Astronaut werden? Wer träumt nicht davon, ins Weltall zu reisen? Werde Astronaut und die Galaxie ist dein Spielplatz. Berufszweig, Weltraumranger und interstellarer Schmuggler. Okay. So, Pakoitra ist Astronaut. Dann haben wir den nächsten untergebracht. Ja gut, Bayerwald ist natürlich der Punk der WG. Der geht nicht arbeiten, das ist euch schon bewusst, ne? Dem habe ich doch jetzt nicht schon... Nee, dem habe ich keinen Job. Der kann zwischendurch mal ein paar Sachen sammeln gehen, aber der geht nicht arbeiten. So, Marda, den können wir noch... Marda, du bist doch unser Geek. Du kannst doch hier mal... Na, leck doch nicht schon wieder. Du kannst dir hier auch mal einen Job suchen. Ich glaube, dir lassen wir was mit Computern. Oh, wer hat denn hier das Klo so voll gemacht? Ist ja eklig. Na, Hauptsache, ich setze mich da erstmal hin und mach's sauber. Ich bin sehr, sehr vorbildlich. So, Marda... Marda kann doch auch Technikguru werden. Wie wäre das? Ja, damit scheint er... Gut, du musst jetzt aber ganz schnell erstmal dein Essen aufessen, bevor du knatschig wirst. Eier und Toast essen, sehr gut. So, dann hätten wir doch soweit schon die meisten unter der Haube. Das ist doch schon mal was. Dann sind wir noch zu dritt. Dann ist die Mina noch da, die Schneckball noch da und der Bayerwald noch da. Und der Rest geht dann zwischendurch immer mal arbeiten. Ich hoffe, die gehen dann auch wirklich arbeiten. Ich werde das niemals schaffen, das so hinzukriegen, dass die alle fit, fröhlich und in grünem Zustand dann zur Arbeit latschen. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Wer Pipi muss und geht nicht rechtzeitig, der geht mit voller Blase zur Arbeit. Kann ich nicht ändern. Ist auch nicht mein Anspruch. So, Mina ist verspielt. Was möchtest du denn machen? Am Spiegel Grimassen schneiden. Oh, das können wir machen. Das können wir machen. Los, geh mal Grimassen schneiden, danach ziehst dich mal an, Mädel. Ehrlich jetzt, man muss hier nicht immer halb nackt rumlaufen. Das war ja ausgiebiges Grimassen schneiden. Was haben wir denn noch? Fische fangen? Eine neue Karriere einschlagen? Nee, das möchten wir nicht. Das möchten wir nicht. Für jemanden eine Parodie machen. Okay. Das können wir doch mal für Damakash machen. Verrückt anfunkeln mehr. Lustig. Jemanden parodieren. Hallo. Guck mal, wer bin ich? Ich bin total lustig und verhalte mich irgendwie seltsam. Was wird das? Fängt die an zu tanzen mitten in der Parodie? Mina, du hast einen Knall. Du hast definitiv einen Knall. Was machen wir denn hier jetzt nach Tag fragen? Können wir machen. Können wir machen? So, wir haben jetzt erstmal die Sims soweit alle unter einem Haufen, was Karriere betrifft. Und der Rest, der zu Hause bleibt, mit dem überlegen wir uns mal noch was, was die so machen können. Guck mal, Schneckball ist schon wieder am Pennen. Hättest du mal richtig geschlafen. Hättest du mal richtig geschlafen. Und ich würde sagen, unsere Chaos-Truppe sehen wir dann wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.